Gomera ist die zweitkleinste kanarische Insel und ist berühmt wegen seiner Urwälder, den sogenannten kanarischen Lorbeerwäldern. Aufgrund der fehlenden Eiszeit sind diese dort erhalten geblieben. Gomera liegt 30 Kilometer Luftlinie von Teneriffa entfernt und 50 Kilometer von La Palma oder El Hierro entfernt. Gomera hat nur einen kleinen nationalen Flughafen für kleine Flugzeuge. Gomera ist am besten mit der Fähre von Los Cristianos auf Teneriffa aus erreichbar. Diese Fähre braucht eine Stunde nach San Sebastian auf Gomera. Zwei Gesellschaften, Fred Olsen und Naviera Armas, bieten Fähren nach Gomera an. Tickets gibt es direkt am Hafen bei der Kasse oder im Internet. Benötigt wird hierzu ein Ausweisdokument, zum Beispiel Pass, der registriert werden muss. Bei einem Mietwagen, den man auf Teneriffa bucht, muss unbedingt berücksichtigt werden, dass man diesen auch mitnehmen darf mit der Fähre nach Gomera. Nur ganz wenige Firmen, wie zum Beispiel Sika, erlauben dies. Thank you.
von San Sebastian führt eine schön ausgebaute Serpentinenstraße, die GM2, circa eine Stunde Fahrzeit, zu den hochgelegenen Nationalpark Garayonay. Viele mystische Legenden und Geschichten gibt es über diesen Nationalpark Garayonay aufgrund des märchenhaften Lorbeerurwaldes, der eine besondere Schwingung ausstrahlt. Die schönsten und wichtigsten Wanderungen im Nationalpark sind A. Alto de Garayonay, höchster Punkt der Insel mit Aussichtsterrasse. B. El Contadero, Wanderung durch den Zedernwald, sehr steil, 5 Kilometer mit einigen Bächen. Dann ist es C. Roque de Agando, ist ein spitzer Felsen. D. Las Gresses ist eine Wanderung durch Wälder mit Farne. Dann gibt es noch zwei kleinere Wanderungen. Das ist E. Canada de Jorge und dann zum Schluss F. Raso de la Bruma. Die Wanderung zum Alto de Garayonay, dem höchsten Punkt der Insel, dauert 30 Minuten und beginnt bei Kilometer 24 der GM2 und ist direkt beim Parkplatz El Contadero. Alle Parkplätze sind sehr klein und nur für einige Autos, aber es gibt der Straße entlang immer wieder kleine Ausbuchtungen, die für Parkplätze genutzt werden können. Somit bekommt fast jeder einen Parkplatz, man muss halt dann nur etwas länger zu Fuß gehen. Im Nationalpark selbst gibt es keine Übernachtungsmöglichkeit. Empfohlen wird, in größeren Städten wie San Sebastian zu übernachten. Sonst gibt es nur kleine Privatunterkünfte, die man aber im Voraus im Internet vorbestellen muss. Campen und Zelten ist nicht erlaubt, aber bei Nacht kann man in seinem Auto notfalls übernachten.
Das Sedrotal mit dem Sedrobach ist wirklich ein ganz unberührter, romantischer Platz. Ganz besonders wegen des Baches hier auf den Kanarischen Inseln ist es ganz, ganz selten, dass es Bäche gibt. Ermita de Lourdes ist eine kleine Kapelle am Hauptweg, die von einem Großgrundbesitzer errichtet wurde im Auftrag seiner Hausangestellten als Dank für die getane Arbeit und Treue. Aufgrund der christlichen Prägung zog sich die Angestellte des Großgrundbesitzers in ihrer Freizeit immer zurück in den Urwäldern vom Nationalpark zum Beten und der Meditation. Es wird empfohlen, den Wanderweg von Contadero nur bis zu dieser Kapelle zu gehen und nicht weiter, da der Weg nach 300 Metern von dieser Kapelle an ländlichen Häusern vorbei zur nächsten Ortschaft führt. Und das hat mit romantischen Wandern in alten Urwäldern nichts mehr zu tun. Der Wanderweg El Contadero ist sehr steil und mühsam. Maximal kann man nur 2 Kilometer in einer Stunde zurücklegen. Meine Empfehlung ist, dass man mit dem Auto die alte Straße nach Hermigua fährt und dann dort irgendwo bei dem Parkplatz Reventón Escuro das Auto parkt und dann sozusagen querfeldein zur Kapelle Ermita de Lourdes bequem und kurz wandert. Von der Kapelle aus wandert man dann in entgegengesetzter Richtung zum Lorbeerurwald. Sehr oft gibt es auf Gomera starke Winde, fast Stürme mit viel Regen und Nebel. Die Temperaturen sinken dann. Ein Weiterkommen, auch mit dem Auto, auf den engen Straßen ist sehr beschwerlich und gefährlich. Man sieht hier einen berühmten Aussichtspunkt bei Nebel ohne Sicht und dann später, wenn die Sonne herauskommt, mit viel Sicht. Der Rundwanderweg Las Cruces ist berühmt und sehr romantisch mit sehr viel grünen Farnen. Der Weg ist einfach und flach und eine komplette Wanderung dauert hier circa 1,5 Stunden, so 5 Kilometer.